Was brauche ich denn für den Bronzehammer? Habe ich den überhaupt schon gelernt? Wie bist du denn auf meinen Kanal gekommen? Spielst du dieses Spiel auch? Den Bronzehammer muss ich erst noch lernen. Und dann gucken wir mal. 20 Bronzeleder und Hartholzgriff. Easy peasy. Ey, irgendwer hier in der näheren Umgebung, ich habe das Fenster offen, hat seinen Wecker laufen und macht ihn einfach nicht aus. Da läutet jetzt die ganze Zeit ein Wecker, ich höre das. Irgendein Handywecker oder irgendwie so Alexa-Wecker oder so, keine Ahnung. Lexi Nightblood, wie geht's, wie steht's, guten Morgen. So, ein Hammer ist schon mal für die Tonne. Wir machen gleich ein paar. Ich brauche auf jeden Fall eine schöne Seltenheitsstufe. Warte mal, wen spiele ich jetzt eigentlich? Achso, den neuen Charakter. Ja, wie viel hat er denn in Waffenherstellung? Natürlich hat er 27 in Waffenherstellung. Aber wir probieren es weiter. Ich mache mal... 3 kann ich noch machen. Ne, machen wir mal die 3. Ah, ich habe dir bei Way of the Hunter sehr weitergeholfen. Schön. Ich habe dieses Spiel bestimmt seit über einem Jahr nicht mehr gespielt. Aber gut, dass ich dir weiterhelfen konnte. Seitdem gab es bestimmt 1000 Updates und alles ist anders, aber... vom Einkaufen gerade zurück. Lexi, okay. So früh? Krass. Krass. Also ich muss heute auch noch einkaufen, weil das mache ich nach dem Stream. So, wir gucken mal. Wir haben jetzt 2-mal blau, 2-mal normal und 1-mal grün. Nicht so gut. Reparieren, zerlegen hier, ne? So. Jetzt einmal das zerlegen und aus den Ersatzteilen bauen wir nochmal neu. Nein, hier. Dann weg. Ich war um 6 Banksachen überweisen, dann einkaufen und nur hier. Lol. Was? Was? Auch mehr Leder, ne? Leder! So, warte mal. Wir haben ganz viel Bestienhaut. Haben wir noch so eine... Aus was macht man nochmal? Aus Baumrinde, glaube ich. Und Wasser, ne? Ich brauche diese Gerbflüssigkeit, ne? Wisst, was ich meine. So. Einmal aus dem Brunnen Wasser holen. Das mache ich jetzt auch alles mal selber. Scheiß drauf. Gerbflüssigkeit brauchen wir noch Weinreben für. Stimmt. Irgendwas gab es da noch. Leider keine Fasern. Von Fasern habe ich unglaublich viele. Ne? 60. Ach so, weil wahrscheinlich das Wasser hier nicht mit reinzählt. Jetzt machen wir 90 noch dazu. Na gut, lass mal durchlaufen. Können wir den Charakter ein bisschen leveln, der ist nämlich neu. Ich habe nämlich gerade erst einen Charakter verloren. Videos haben mir echt weitergeholfen.
Okay, sehr gut. Sehr gut. Ja, das freut mich. Es war ja am Anfang ein bisschen tricky. Da haben ja viele Leute Bullshit erzählt, was Way of the Hunter angeht. Und wenn man sich nur ein bisschen mit dem Game beschäftigt hat, hat man eigentlich gemerkt, dass man A, keine Weibchen schießen sollte und B, dass das alles ein bisschen unkomplexer ist, als die meisten gesagt haben. Also das ist schon ein sehr einfaches Spiel von der Mechanik her, was dahinter steckt. Es wirkte erstmal ein bisschen komplexer, aber das war es dann doch nicht. Naja. Aber schön, dass ich dir da helfen konnte. Ich weiß nicht, wie es jetzt im Moment ist. Ich habe es wirklich, wie gesagt, schon ewig nicht mehr gespielt. Ich bin auch so ein bisschen weg von der Jagdsimulation. Viele haben jetzt gefragt, ja, machst du jetzt ein Video zum neuen Update von The Hunter mit der neuen Karte, mit der Asien-Karte. Also ich habe das schon mitbekommen, dass es das gibt, aber ich habe es nicht gespielt. Also ich weiß auch nicht, ob es jetzt schon raus ist oder ob es noch rauskommt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich will mich mehr auf so Survival-Kram konzentrieren. Also das hier, Soulmarks, ist schon ein geiles Game. Ich hab unglaublich viele Stunden jetzt schon drin verschwendet. Na gut, was heißt 55 habe ich jetzt. Aber das, wie gesagt, das heißt, das spiele ich schon seit Wochen, dieses Game. Und ich habe jetzt gerade erstmal den ersten Boss besiegt und ja, ist schon geil, das Ding. Schon geil. Ist auch sehr anspruchsvoll, muss ich dazu sagen. Ganz kurz mal ein Level up haben wir schon. Wie viel haben wir jetzt in Waffenherstellung? Haben wir auch schon auf 30. Da können wir mal hochgehen auf die Qualität. Holzstein-Knochenwaffe-Qualität steigt um 7%. Das bringt mir natürlich nichts. Haltbarkeit steigt um 5%. Bearbeitungstempo. Ja, Bearbeitungstempo ist mir eigentlich egal. So, Lederarbeiten. Gerbungstempo. Ertrag. Wir gehen mal auf Ertrag bei Leder. Kriegen wir vielleicht ab und zu mal zwei Gerbflüssigkeiten raus, statt nur einer. Von dem Spiel höre ich tatsächlich zum ersten Mal. Du hast es dir gestern gekauft. Ah ja. Also, es ist eine gute Mischung, finde ich, zwischen Ark und Conan Survival. Heißt das Conan? Conan. Ihr wisst, was ich meine. Dieses Spiel, wo man seine eigenen Sklaven peitschen und fangen kann und so. Habe ich auch sehr, sehr gerne gespielt. Und das hier, also Soulmarks ist eine gute Mischung. Man muss aber erstmal verstehen, Conan Exiles, ah ja, 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 genau, so hieß das. Man muss aber in dem Spiel, also das Erste, was man verstehen muss in diesem Spiel ist, dass man keinen Charakter spielt, also diesen Charakter, den man sich am Anfang erstellt, werft ihn weg. Werft ihn weg, weil er hat kein Potenzial. Also den spielt man auf jeden Fall nicht. Man spielt tatsächlich in diesem Spiel die Maske. Man spielt die Maske. Was heißt das? Man kann ziemlich schnell in diesem Spiel sich Pawns holen, also andere feindliche Barbaren, die irgendwo rumstehen oder so. Man muss die halt unter 20% oder unter 10% runterknüppeln und dann kann man die im Prinzip übernehmen. Das heißt, man drückt dann, man hat dann die Option E zu drücken und dann geht irgendwie Energie von der Maske, die man auf hat, in die Person rein und dann wird die bewusstlos und dann kann man die mitnehmen. Also das ist so ein bisschen dieser Faktor von Ark, würde ich sagen.
und auch von Conan Exiles, also ein bisschen was von beiden, ne? Und dann nimmt man die Person mit, legt die an sein Feuer und irgendwann, wenn ein bestimmter Wert, Überzeugung hoch genug ist, kann man die dann wieder aufstehen lassen und dann gehört die zum Stamm. Und man kann dann auch diese Person auch spielen. Also man kann die Maske auch demjenigen geben und dann spielt man diese Person. Und das sollte man auch tun, denn die ganzen Werte, die man hier hat bei Charakter und Können, diese ganzen Werte hier sieht man ja schon, zum Beispiel Holzfällen hat meiner jetzt hier 18 von 76, Ernten 17 von 85. Und beim standardmäßigen Charakter, den man sich als erstes erstellt in diesem Spiel, geht dieses Potenzial hier hinten, dieser Wert, der, also dieser Höchstwert, der geht immer nur bis 50. Das heißt, der Charakter, den man sich erstellt, ist eigentlich schlecht. Deshalb sollte man ziemlich schnell darauf zurückgreifen, sich einen anderen zu suchen und den dann zu übernehmen. Das Ding ist halt nur, wenn dieser Charakter stirbt, den man dann übernommen hat, dann ist er auch weg. Seinen eigen erstellten Charakter von Anfang an, den kann man immer wieder wiederbeleben, aber die übernommenen sind dann weg. Kasper! So viel Zeit will ich auch mal haben. Tja, ich bin ja jetzt, bin ja jetzt arbeitslos. Also darf ich das? Ab heute bin ich offiziell arbeitslos. Also habe ich Zeit. Geht ja erst ab August weiter. Pauli, wunderschönen guten Morgen, ja? Wie geht's, wie steht's? Das Lagersystem ist auch nice gelöst, ja? Also viele Games in der Art bekommen es erst per Mod hin, dass man das Lager so organisieren kann, wie es hier in diesem Spiel geht. Das ist schon krass. Ja. Nee. Ich bin raus. Für immer. Nee, ich komme auch nicht zurück. Keine Angst. Also es sind viele, viele Aspekte in diesem Game sind wirklich gut gelöst. Da hat man sich, ja, hat man sich auch wirklich Gedanken gemacht. Das waren auch wirklich Survival-Game-Nerds, die das Game hier entwickelt haben. Kann man nur so sagen. Also vor allem, wie komplex das Game auch ist, ne? Also, ich weiß noch nicht, wie weit man in dieser Story voranschreiten kann. Ist ja immer noch Early Access, aber ich habe jetzt nach 55 Stunden den ersten Boss besiegt. So. Und laut Tech Tree sind das noch 4-5 Bosse oder so. Ne? Also da ist schon ziemlich viel Content, was man hier alles spielen kann. Und bugfrei. Ich habe noch nichts gesehen, was verbuggt ist. Ich habe noch keinen Bug gesehen. Das Game ist noch nicht abgestürzt. Es ist alles, also... Ich bin verliebt, muss ich sagen. Darum spiele ich dieses Spiel auch schon so lange. Und wie gesagt, es ist auch gnadenlos schwer tatsächlich. Ja, krass. Okay, das habe ich noch nicht gelesen. 600 Stunden hat man gerade noch Spieltime. Ja, okay, krass. Und ein Jahr EA. Und vieles kommt noch dazu. Fett. Also,
man wird ja so ein bisschen gerade überschwemmt mit solchen Games, ne? Also es ist gerade gar nicht so einfach, das Beste für sich rauszusuchen, weil es gibt Enshrouded, es gibt Bellwright, es gibt, wie hieß denn das Neue, was jetzt rauskam? Mir fällt der Name nicht ein. Aber auf jeden Fall gibt es gerade so viele Survival Games, die gerade neu rausgekommen. Nightingale, ja. Und da das Beste für sich rauszusuchen, schon schwierig. Warum bist du noch nackt, Eddie? Naja. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Achso, ich habe Leder gemacht, genau. Wir wollten noch ein paar Hämmer herstellen, ne? Stimmt. Bronzehammer. Machen wir noch 5. Oh, okay, eine zweite Map. Krass, jetzt schon. Obwohl diese Map hier unglaublich viel Potenzial hat. Und ihr seht es, das Stück habe ich bis jetzt freigeschaltet. Was es hier noch alles gibt, ne? Das ist jetzt, weiß ich nicht, 20%, 30% vielleicht von der Map habe ich freigeschaltet. Und nach 55 Stunden. Das ist krass. Map 2, ich habe noch gar kein Bedürfnis, auf eine andere Map zu gehen. Das ist krass. Oh, wir haben einen lilanen Hammer. Wir haben Klasse Tier 3. Das ist schon nicht schlecht. Ja, und es ist unglaublich klein. Das ist mir auch aufgefallen. Das ist schon nice, ja. So. War ja jetzt auch wieder nur Crap. Aber ich werde jetzt, warte mal, Zerlegewerkbank. Einen habe ich noch hier unten drin. Grün werde ich zerlegen. Ja, und zwei blaue noch. Komm, weg damit. Lars, wie geht's? Wie steht's, na? Heutzutage eskalieren allgemein alle richtig in der Datenmenge. Das stimmt in der Datenmenge zwar schon, aber was teilweise an Content rauskommt für ein Early Access Game, ist noch überschaubar. Im Gegensatz zu dem hier. Also. Ja, also hier waren wirklich Leute dran, die wirklich wussten, was sie hier tun. Muss, wie immer. Okay, alles klar. Also, wie bei mir. Black Ops 6 soll über 300 GB. Alter. Ja. Also, für einen Shooter. Leute, zieht euch das mal rein. Für einen Shooter. So. Den Hammer nehme ich schon mal für mich. Ich will jetzt, glaube ich, auch auf mit Hammer herstellen. Ich habe ganz schön viel Bronze dafür verschwendet jetzt. Und den anderen Hammer gebe ich einen Pawn. Also mal gucken, wen jetzt hier. Die füllige, obwohl ja die eigentlich auch ziemlich füllig ist, die ich gerade spiele, könnten wir eigentlich mal benennen. Macht mir immer einen Spaß damit, die meine Pawns zu benennen. Wie nennen wir die? Wir brauchen einen lustigen Namen für eine weibliche
Für eine weibliche Paw. Also mal so zum Reinschnuppern. Ich habe eine Mario Halla, eine Mandy Mandy, Chantal, dann haben wir einen Gandalf Merlin, Eddie, die Füllige, die Dicke durfte ich sie nicht nennen, weil das war, da hat das Game gesagt, nein, Beleidigung und so, okay. Naja. Ich denke mir noch was aus. Aber auf jeden Fall können wir die Füllige mitnehmen. Die ist, glaube ich, ganz gut im Fighten. Und dann gucke ich mal. Die ist auch riesig, ne? Die ist riesig und dick. Egal. So. Oh, mein Lama ist endlich fertig. Das ist cool. Ich hatte noch kein Lama. Also es ist auf jeden Fall, würde ich mal sagen, langsamer als ein Alpaka. Aber auf jeden Fall größer. Aber das ist ein bisschen schneller. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Ich weiß es nicht. Aber hier kann ich auf jeden Fall, es kann auf jeden Fall mehr tragen. Punkt A. Und Punkt B. Ich kann darauf einen bewusstlosen Pawn hinten drauf tun. Kann das nicht springen? Oh, das ist schlecht. Das kann nicht springen. Pummelfee. Pommes-Vernichtungspanzer. Das ist auch gut. Lars, das ist, also ich würde sagen, es ist eher darauf ausgelegt, auf einem Server zu laufen und mit mehreren gespielt zu werden. Das heißt, man muss hier, man kann hier aber auch beim Spielstart ziemlich viele Einstellungen treffen. Das heißt, Multiplikator für Bergbauertrag, Multiplikator für Holzbauertrag und so ein Scheiß, keine Ahnung. Du kannst hier ziemlich viele Einstellungen treffen. Was man auch tun sollte, wenn man das Singleplayer spielt, muss ich ganz ehrlich gestehen, ja. Das ist eher darauf ausgelegt, auf einem Server zu laufen, gerade wenn man so schaut, wie ist das so, wenn mit Pflanzen, wann sind die reif und so ein Scheiß. Also, da sind die Zeiten, wie lange so eine Pflanze braucht, vom Samen bis zum fertigen Produkt sind schon ultra lang. Also das sollte man auf jeden Fall einstellen, wenn man das Singleplayer spielt. Aber es geht. Es geht. Ich spiele es ja auch Singleplayer, es geht. So. Also Llama ist auf jeden Fall etwas für, wenn man viel transportieren möchte. Wenn man schnell unterwegs sein möchte, sollte man sich ein Alpaka besorgen. Kann man auch ziemlich früh im Game. Es gibt für Lexi. Es gibt hier oben eine alte Ruine, die von Ausgestoßenen verteidigt wird. Und diese haben in einem kleinen Käfig einen Alpaka. Immer. Und da kann man halt hingehen und sich das rausgrabben und dann muss man das halt nur großziehen und dann hat man einen Alpaka. Kann ich nur empfehlen, hier unten an dem See, diese alte Ruine. Dann hat man im Prinzip das erste Mount. Also, wenn du nicht gespoilert werden willst, musst du das sagen, ne? Sonst gebe ich mal ab und zu ein paar Tipps. So, warte mal, wo muss ich hin? Hier hin. Und dann mal eine schnelle Markierung.
brauche nämlich gerade ein bisschen Eisen. Und das kriege ich im aktuellen Status, wo ich bin, kriege ich das nur von Gegnern. Die sind aber ein bisschen immun gegen Schnittschaden. Also da, wenn ich da mit meinem Schwert draufhaue, dann, also die sind halt komplett aus Metall. Dann kriege ich halt einen Rückstoß. Und das macht nicht so viel Damage. Darum habe ich mir gerade einen Hammer erstellt. Oh. Krokodil. Wollen wir gleich ein bisschen Großschwert leveln. Habe ich das schon? Warte mal, habe ich da schon Werte verteilt? Großschwert. Nein. Dann gehen wir erstmal auf Damage. Guck mal hier, die haben ja auch ein kleines Alpaka. Zeige ich dir gleich mal. Warte mal, ich muss erstmal hier vernichten schlagen. Okay. Guck, so sieht das dann aus. Die haben dann so ein kleines Gehege. Da ist ein Alpaka drin, ein junges. Und dann kann man das mit E mitnehmen. Also nicht erschrecken, da steht Alpaka jagen dran. Aber man jagt es nicht, man nimmt es einfach nur auf. Ne? Also man hat es dann so auf dem... Ich mache es jetzt nicht, weil sonst fängt die Aufzucht gleich an. Und dann kann man das nach Hause tragen. Man hat dann zwar nur die normale Gehgeschwindigkeit, man kann damit nicht rennen. Aber zu Hause kann man es dann absetzen, kann man schön mit Stroh füttern. Und dann ist es irgendwann so groß. Und dann muss man nur noch skillen, dass man einen Alpaka-Sattel herstellen kann. Ist auch easy und dann hat man sein erstes Mount. Ja. Was ich selber jetzt noch nicht gemacht habe, ist sich einen Leoparden als Mount zu holen. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Das ist echt umständlich vom Spiel gelöst, aber es geht. Man hat dann wahrscheinlich eher ein Erfolgserlebnis, wenn es dann wirklich klappt. Aber das Lama, das habe ich mir wild gefangen. Was ich jetzt, das war auch ein Akt, bis ich das hatte. War auch recht kompliziert. Bisschen Großschwert leveln. Also den Charakter, den ich mir jetzt hier geholt habe, die hat ein ziemlich hohes Potenzial, was Waffen angeht und so. Die hat auch ziemlich viele Specs, die Erfahrungsgewinnung erhöhen mit Waffen und so. Also geil. Es gibt Fire Damage, der wird auch echt exponentiell hoch. Man sollte da echt aufpassen, gerade mit Mounts. Das Alpaka hält nicht viel aus. Also so 5 Meter freier Fall und du bist Half-Life, das ist schon nicht schön. Muss man ein bisschen aufpassen. Das Spiel gibt's... Ach, ich weiß nicht. Also ich beschäftige mich damit nicht so viel. Also im Game Pass ist es auf jeden Fall nicht. Also Konsole kann ich dir nicht sagen, ob das geplant ist, ob es das schon gibt oder was weiß ich. Kann ich dir leider nicht sagen. Bist du eher so Konsolengamer? Ach so, im Moment noch nicht. Okay. Okay, nur PS5. Okay, verstehe. Warte mal. Wo musste man jetzt hier lang? Hier lang, ne? Ja. Ein bisschen versteckt hier. Und dann in diese Höhle rein. Ich werde jetzt einfach mal
Mein Alpaka. Alpaka werde ich hier erstmal stehen lassen. Wir gehen mal hier rein. Okay, du bist auch schon da. Sehr schön. Nö. Schild und Speer. Willst mich doch verarschen. Nehmen wir mal kurz einen Verband. Ja, toll. Ein Wurfmesser ins Gesicht. Ja, ist doch gut, ist doch gut, ist doch gut. Ich will mich doch nur verbinden. Leute. Ja. Schön. Sehr schön. Ja, ist doch gut, ist doch gut. Mich schnell verbinden. Oh, also. Ist hier manchmal gar nicht so einfach. Haben wir? Sehr gut. Ich brauche auf jeden Fall bessere Verbände. Ja, du hast zum Beispiel einen. Achso, warte mal. Kämpf mal mit dem Hammer, bitte. Wir brauchen gleich eh einen Hammer. Du bist Hammer, wie du dich bewegst in deinem Outfit. So. Das nehmen wir noch mit. Oh. Verfeinerte Bandage ist noch besser. Okay, wir nehmen aber erstmal die Premium-Bandage. Und die können wir hier mal aufteilen. Hälfte, Hälfte. Und da gebe ich dir jetzt auch mal was. Damit du dich auch verbinden kannst. Sehr gut. Hier waren keine Gegner mehr. War auch keine Kiste mehr. Müssen wir jetzt hier lang. Ja. Wenn es aus dem EA ist, raus ist, ja, dann erst. Ich weiß auch gar nicht, wie das funktioniert bei Konsolen und EA. Ob das überhaupt so, also ob man überhaupt als EA releasen kann auf Konsole. Da. Ey, manchmal sind die Animationen schon geil. Und ich finde auch, dass teilweise so Boss-Gegner-Kämpfe schon so Niveau haben von, ich will nicht gleich sagen, von einem Souls-like, aber von einem leichten Souls-like, würde ich schon sagen. Das ist schon krass. Also ich musste bei meinem ersten Bossfight, musste ich auch jemanden mir holen, einen Bekannten, der das auch zockt, der mir dabei geholfen hat. Also es bringt tatsächlich was, hier ab und zu mal verteidigen oder mal die Rolle zu machen, ne?
Und da hammern. Schön. Ein Gegner ist noch. Das ist, glaube ich, der Anführer. Ja, Elite. Schön. Oh ja, der gibt auch ein bisschen mehr Loot. Top. Kasten, sehr gut. Okay, gucken wir mal den Loot an. Wie viel haben wir denn jetzt? Ja, da können wir auch die Premium-Bandage auch mal rübergeben zu ihr. Alter, okay. Wieder echt guten Loot hier. Den Bogen nehme ich natürlich mit. Abgenutzte Bronzeschuhe und sowas ist nicht so gut. Aber der Rest ist schon nicht schlecht. Haben wir Korrosionsbehälter. Den tue ich mir auf jeden Fall auch gleich schon mal auf eine Schnellwahltaste. Den brauchen wir nämlich. Wenn wir nämlich diese Gegner bekommen, diese mechanischen Gegner, dann können wir damit auf jeden Fall krass die Verteidigung reduzieren. Hast du schon Elden Ring gespielt? Nein. Also, bisher habe ich immer gesagt, Souls-like ist nicht so, also ist überhaupt nicht meins. Ist überhaupt nicht meins. Bin leider nicht so kompetitiv aufgestellt und diese Games dann sich die, also da habe ich keine Geduld dafür. Es tut mir leid, aber ich habe leider keine Geduld dafür. Und hier war noch was. Da würde ich, glaube ich, ausrasten und irgendwann mein Zeug hier kaputt machen. So, von hier oben kam ich. Und wir gehen dann hier lang. Ich glaube, hier geht's weiter. Ein bisschen Overkill. Okay, jetzt bist du riesen Fan. Krass. Na dann. Aber ich glaube, ich weiß ich nicht. Ich glaube, ab jetzt kommen die mechanischen Gegner. Also gehe ich schon mal auf den Hammer. Genau. Ja, easy. Die sind damit wirklich easy. Also ich hatte, als ich das erste Mal hier rein bin, hatte ich keinen Hammer. Und
Hab das tatsächlich mit Schwert versucht und da macht man so 2 Damage statt 200. Aber so ist ja wirklich easy. Aber ich verliere auch ein bisschen was. Also Blutungsschaden geht hier auch extrem hoch. Ein bisschen aufpassen. Aber ich kann mir auch erstmal ein bisschen was zu naschen reinprügeln. Das kann ich noch essen. Haben wir noch was zu essen? Nee. Mal ein bisschen sortieren hier. Ja, schade, die Bronzesachen, die schlechten Bronzesachen kann ich leider nicht. Kann ich leider nicht zerlegen. Dafür muss ich an den Zerlegetisch. Hört das hier auf? Nee. Muss auch ein bisschen drauf achten. Ich habe ab und zu jetzt ein paar Leute mal gehabt, die Pawns von mir entführt haben. Aber seit ich meinen Pawns, die draußen unterwegs sind, den habe ich dann... Der ist ein bisschen größer. Den habe ich dann vernünftige Waffen und Rüstungen gegeben und seitdem werden die nicht mehr entführt. Ist ja gut. Er drückt schon ins Gesicht. So, jetzt geh doch mal kaputt. Schön. Oh, das gab ein bisschen mehr Loot. Klingenbeherrschung, was ist das? Eine mikromodulare Einheit, die mit einer unbekannten Technologie hergestellt wurde. Wird sie in eine Maske integriert, kann sie die entsprechenden Attribute und Fertigkeiten verbessern. Gewährt beim Zerlegen gelbe Kristalle. Waffenmodul. Eine uralte besondere Waffenvorrichtung, die dazu genutzt werden kann, mechanische Steilwaffen zu restaurieren. Okay. Jetzt gab es schon krassen Loot. Ich gebe mal kurz hier so ein paar Sachen hier. Damit mein Inventar nicht zugemüllt wird. Nee, die Pfeile brauche ich. Okay. Ah, ich habe. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Korrosionsbehälter. Die müssen wir auf jeden Fall verwenden. Einmal einen draufwerfen, dann geht die Verteidigung von den Viechern runter. So. Können wir hier rein? Ja, können wir auch. Da oben ist ein Symbol. Um die Tür zu öffnen, musst du einen Mechanismus aktivieren. Ah. Hier, von da kamen wir, da gehen wir jetzt rein. Mach mal die Tür hier zu, damit ich weiß, von welcher ich kam. Nicht, dass ich mich verlaufe. Okay, mach das bis dann. Ich kann die Tür gar nicht zumachen. Warte. Bis später. Bis Scharpeter. Achso, ich würde den Korrosionsbehälter draufklippeln. Das hat über 1000 Damage gemacht. Das war gut.
Alter, man verläuft sich hier auf jeden Fall. Also das ist ja unnormal, wie viele Türen es hier gibt. Dann wird mir natürlich auf der Map nicht angezeigt, ne? Das ist eine Falle. Das ist auch eine Tür, die man erst über Mechanismus freischalten muss, ja. Verstanden. Das sind die Dinger. Ja, aber an sich farmen wir ja schon viel Eisen, das ist schon gut. Auf jeden Fall nicht so das Problem mit den Dingern, wie das erste Mal, als ich hier rein bin. Kohlenputzer, moin, willst du einen Tipp zum Mechanismus? Klar. Klar, warum nicht? Warte mal. In der Statue kann ich nichts machen, ne? Kann ich hier durch die Tür? Ja, kann ich. Ist das ein Bossraum? Ne, da gehen wir noch nicht rein. Da gehen wir noch nicht rein. Den Boss fight ich noch nicht. Oben auf das Symbol schießen. Lol. Okay. Das ist nicht schlecht. Warte mal. Ausrüstungshaltbarkeit, Modifikator haben wir jetzt schon 4. Ich nehme mal einen und pack den mal auf meinen. Auf meinen Hammer. Ach nee, das ist für Rüstung, ne? Das ist für Rüstung. Da haben wir das hier schon drauf. Würde ich vielleicht auf den Rest von meiner Rüstung auch noch machen. Wenn wir das jetzt gerade so inflationär bekommen, können wir das auch mal verwenden, oder nicht? Ich muss drauf schießen. Ah. Das ist ein guter Tipp, vielen Dank. Dann mache ich das doch mal. Gut. Das ist gut. Keine Gegner. Werfen geht auch. Okay, verstehe. Mystischer Steintisch. Okay. Das wiegt ja ziemlich viel. Das wiegt ja ziemlich viel. Ist sie jetzt überhaupt noch schnell genug? Ist ja egal. Sie spawnt ja sowieso... Wenn dann hinter mir. Oh, scheiße. Ja, das wollte ich vermeiden eigentlich. Dieses mystische Steintischding hier geht zum Boss. Ja, das habe ich verstanden.
Das sollten wir vielleicht erstmal mit rausnehmen. Aber ich gucke trotzdem nochmal, ob wir noch was anderes finden. Hier geht's runter, verstehe. Dann haben wir unten die vier Türen. Kämpft auch nicht mehr mit. Wahrscheinlich zu sehr beladen. So. Schwups. Die Wups. Hier waren wir schon. Aha. Jetzt bin ich hier wieder, verstehe. Okay. Ich muss erst einen Mechanismus aktivieren, aber hier gibt es nichts zum Schießen. Das war, glaube ich, auf der entgegengesetzten Seite. Wenn ich mich recht erinnere. Ah ja, genau. So war das. Stimmt. Ich bin nicht mal draufgetreten. Würde ich mich verarschen? Aber ich habe auch keinen Damage bekommen. Das, was hier drin ist, das habe ich, glaube ich, schon beim letzten Mal aufgesammelt. Dieses Ding hier. War irgendwie so ein Portalteil oder so. Und hier kamen wir rein. Irgendwo hatte ich hier noch so ein Mechanismus-Ding. Aber ich weiß nicht mehr wo. Suchen wir. Brustknochen verletzt leicht. Habe ich eine Platte dabei? Nee, habe ich nicht. Kein Gipsverband, nichts. Hm. Dicke latscht da natürlich rein. Toll. Oh, gleichzeitig. Schön. Was ist das? Halte für Erhalt. Teil 3. Bin ich aber auch krass überladen. Aber zur Not kann ich alles ihr geben. Dann ist sie halt so überladen, dass sie nur noch langsam laufen kann, aber sie spawnt halt hinter mir hinterher. Also werde ich einfach mal das ihr noch geben, das auch.
mal bewegen. Aber sie müsste hinter mir herspawnen, oder? Theoretisch ja. Oder macht das Spiel das nicht? Nicht so aus. Oh, noch mal sowas. Selbstheilung. Schrift lesen. Die Gabe, aha. Technikpunkte 3 erhalten. Wir haben die Spuren eines Gottes entdeckt und haben unzählige heilige Artefakte gefunden. Möglicherweise sind sie eine Gabe jenes Gottes. Siehst du, wie wundervoll es ist? Sie bleibt da wirklich stehen, ne? Das ist nicht gut. Das ist jetzt richtig schlecht. Das ist jetzt richtig schlecht. Sie ist gestorben. Eine Stunde habe ich jetzt Zeit. Okay. Ich gehe erstmal hoch ins ans Alpaka und lade da was ein. Eine Stunde habe ich jetzt Zeit, das zu holen. Sie ist einfach gestorben. Frech ist das. Super frech. Ja, ich nehme das Alpaka dann, glaube ich, auch mit hier runter. Kann ich das alles einladen? Hier geht's hoch. Ist sie einfach gestorben? Das gibt's ja gar nicht. Ich glaube, ich will jetzt erstmal alles bis auf den Boss da drin ausholen. Das ist schwer. Und das hier auch gleich mal. Und hier noch schwer. Achso, hier, ich habe so viel Kohleerz. Ja, das können wir eigentlich weghauen. Das brauchen wir jetzt nicht. Talkum. Ja, das nehme ich immer noch mit. Das habe ich, glaube ich, zum ersten Mal gefunden.
Bei Kohleerz, da weiß ich, wo es eine Mine gibt. Das brauche ich jetzt hier nicht unbedingt mitzunehmen. So, wie sieht's aus? Kann ich jetzt noch auf dir reiten? Ja, easy. Und da kam ich. Hier muss ich wieder rein, glaube ich. Jo, ich stell das Alpaka mal oben in die Halle, wo ich dann direkt raus kann. Hier stelle ich dich hin. So. Und ich guck mal. Irgendwo hatte ich hier noch eine. Nee, hier war es nicht. Irgendwo hatte ich hier noch eine Halle, wo ich mit einem Bogen davor schießen konnte. Hier kam ich her. Da gehe ich nochmal rein. Ohne Porn brauche ich gar nicht erst den Boss zu versuchen. Ah ja, hier. Stimmt. Hä? Ah, jetzt. Oh, gar kein Gegner. Okay. Aber das ist das, was ich schon habe, oder? Habe ich das schon? Ich glaube ja. Geh noch mal überall rein, um zu gucken, ob ich alles hab. Stimmt, hier war ich noch nicht drin. Ja? Oder hat sich das wieder geschlossen? Das hat sich wieder geschlossen. Okay. Das ist der Bossraum. Aus wie ein Schalter oder sowas, ne? Das ist anscheinend nur Deko. Gibt's ja hier in jeder Ecke. Ich hätte schon Bock auf den Boss, aber ich kann halt nicht ohne Porn da rein.
Da geht's runter. Ich glaube, ich habe hier langsam alles erkundet. Ja. Okay. Das hier ging ja nicht auf. Das da drüben auch nicht, hoffe ich. Okay, gut. Dann gehe ich wieder zurück. Guck mir das an, was ich da gelootet habe und komme mit einem vernünftigen Pawn wieder, damit ich den Boss besiegen kann. Den Flammenwerfer zerstören. Was für ein Flammenwerfer? What the fuck, was für ein Flammenwerfer? Oh, die sind wieder respawned hier. Ja, theoretisch könnte ich an denen nachher einfach vorbeilaufen. Wie ich es jetzt auch mache. Die Feuerfalle. Okay. Diese hässlichen Piranhas. Also Piranhas sind wirklich im Early Game das ekligste, was man finden kann. Ja, mein, so schnell down, da kannst du nicht vorweg schwimmen, die musst du besiegen. Erstmal zurück zur Base, dann gucken, was dieser Steintisch kann. Und ob ich das ohne Boss überhaupt schon benutzen darf. Ja, ja, ist ja gut. Aber die Leoparden, die holen einen auch mal gut und gerne vom Mount runter. Muss man auch ein bisschen aufpassen. Oh, 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 nein, 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 nein. Nein! Oh, ich hasse das. Oh, nein. Fuck, ich habe noch einen Alpaka. Aber trotzdem. Ey, gerade im Dunkeln. Mann. Ich hab's euch gesagt, Fire Damage ist euer Tod hier.
Zumindest der vom Mount. Das gute Alpaka. Ist es leider tot. Wie viele Piranhas gibt's denn hier, ey? Hässliches Vieh. Dann trifft man die auch nicht. Mich eigentlich verarschen? Erstmal muss ich den Müll loswerden, den ich hier gesammelt habe. Nahrung. Verbandszeug habe ich noch, ne? So. Jetzt hole ich mir das Todespaket wieder. Bis ranreiten. Einmal alles bitte. Okay. Warum kann ich das nicht aufnehmen? Jetzt. Gleich mal den besseren Sattel nehmen. So.
Haben wir jetzt auch alles? Ja, wir haben den Tisch. Wir haben drei Portale. Okay. Dann auf zurück. Ey, wenn ich endlich Portale habe, ja. Drei Kreuze. Das nervt. Dieses ganze Rumgereise in diesem Spiel. Mal die halbe Spielzeit. Ach nee, ich muss ja an die Kisten. So. Okay. Top. Haben wir jetzt noch einen Kämpfer? Wir haben noch Gandalf Merlin, ne? Der ist ziemlich gut. Gerch! Gerch 1, Gerch, Gerch, wie soll ich dich aussprechen? Guten Morgen, wie geht's? Wie geht's, wie steht's? Ich gucke jetzt erstmal, was dieses komische kleine Ding kann. Wo stelle ich das hin? Am besten da hinten ans Geländer. Hier so hin. In meinen Hochofen. Du hast wichtige Anleitungen erhalten. N. Okay. WTF. Neben der Wiederbelebung von Stammesmitgliedern ist das Wechseln der Maske eine weitere Kernfunktion des mystischen Steintischs. Ich kann wiederbeleben? Geil! Genau wie bei deinen Stammesmitgliedern haben wir eine große Vielzahl von unterschiedlichen Masken mit verschiedenen Fertigkeiten entworfen. Ey, dieses Spiel wird immer komplexer. Ist das geil? Auf der ersten Seite des mystischen Steintischs kannst du alle Masken und deren Effekte einsehen. Die alle haben ihre eigenen speziellen Knoten, die deinen Fertigkeiten auf verschiedene Weise verbessern. So, die Masken sind für gewöhnlich in großen Ruinen verborgen, wo sie von Plünderern oder mechanischen Wesen bewacht werden. Nachdem sie gefunden und zurückgebracht hast, kannst du sie am mystischen Steintisch freischalten. Geil!
Und jetzt können wir hier so ein Teil dran setzen. Und was können wir denn damit machen? Das sieht aus, als ob ich hier welche wiederbeleben kann. Ich komme ganz gut voran. Spiel macht sehr, sehr viel Spaß. Okay, krass. Umgestalten. Was kann ich denn daran umgestalten? Ach so, jetzt kann ich die hier reinziehen. Okay. Müssen wir mal gucken, wie das hier... Bioinformationen aktualisieren. Herstellen. Eisenblutwächter. Einzelne Module. Okay, Portal. Brauche ich Teil 1, 2 und 3. Okay, die kann ich aber hier auch herstellen. Zerlegen. Kann ich dann, weiß das jemand im Chat, wie kann ich dann jetzt theoretisch jemanden wiederbeleben? Ist das so, dass jetzt ich die Bioinformation von der Barbarin reingeladen habe, die ich jetzt spiele und theoretisch, wenn die tot wäre, könnte ich die hier wiederbeleben? Ist das so? Weil, so wie es jetzt aussieht... Ist das so? Okay, aber hier in das Lager kann ich zumindest schon mal die Portalteile reintun. Ein Portalteil fehlt mir noch. Welches Portalteil fehlt mir denn noch? Portal 2. Das, wo hier so eine Ecke rausgebrochen ist, ne? Okay. Habe ich aber gefühlt schon ein paar Mal gesehen. Das ist Gandalf Merlin. Den werde ich auch mal da reinladen. Gandalf Merlin. Weil den nehme ich jetzt gleich mit zum Besiegen des Bosses. Und dann kann ich, könnte ich den theoretisch wiederbeleben, oder? Was heißt normal? Normal. Auf jeden Fall einen Bogen. Der braucht den Bogen, den ich hier eigentlich nicht brauche. Ich rüste den mal aus. So, gehen wir mal ein bisschen shoppen. Bronzeschuhe. Haltbarkeit ist scheiße.
Verteidigung 18, Verteidigung 17. Das hat nicht so viel. Hat nicht so viel Haltbarkeit. Vielen Dank für den Follow. Speicher den Char dort und im Falle des Todes kannst du ihn da zurückholen. Sehr gut, vielen Dank für den Tipp. Dachte ich mir schon fast, aber ich dachte, ich kann noch vielleicht Leute zurückholen, die schon gestorben sind. Aber das geht jetzt nicht. Ich muss sie zuerst einmal da speichern, verstehe. Gut. Gut zu wissen. Er war ja ziemlich gut im Speerkämpfen. Oder? Wir gucken nochmal rein. Speer 114, ja. Das ist sein bester Skill. Bronzepfeil. Wo haben wir den Knochenpfeil, Steinpfeil? Holzpfeil. Auch mal Knochenpfeile mit. Und vergiftete Bronzepfeile. Okay. So, was brauche ich noch? Ein bisschen was zu heilen. Wäre nicht schlecht. Gipsbandagen nehme ich auch mal mit. Und das nehme ich auch mit. Okay. Ich hoffe, wir haben ja jetzt beide gespeichert. Theoretisch können wir die auch wieder zurückholen. Ich hoffe, das reicht jetzt für den ersten Boss. Immer mal zwischenspeichern, damit die Skills dir erhalten bleiben. Verstehe, verstehe. Gut. Na, dann probieren wir es doch mal. Müsste jetzt auch der Dings hier sein. Der Quest, gehe zum Flussteil Uralt des Ruinen-Dungeon und besiege Schlachter X. Das müsste der sein. Es wird empfohlen, Riesenhammer und Fäustlinge zum Angriffen zu verwenden. Das Werfen von Korrosionsverhältern kann die Verteidigung der mechanischen Monstern deutlich schwächen. Das wusste ich schon. Im heiligen Reliktraum kann kompletter mystischer Stein und Teile erhalten werden, nutzbar zum Festhalten von Stammesmitgliedern, Information, Wiederbelebung von Stammesmitgliedern und Wechseln von Maske. Okay. Müssen wir halt nur noch mal nach Portal 2 suchen. Portal dann bauen können. Ach, wisst ihr, was ich vergessen habe? Dem einen Hammer zu geben. Das müssen wir noch tun. Also der kann zwar sonst mit seinem Speer rumhandeln und so, also das
Macht er bestimmt gut. Hat er bestimmt auch einen guten Wert da drin. Aber er braucht einen Hammer. Zwingend. Für den Dungeon. Auch zwei Portale, damit ich zwischen den beiden porten kann. Das heißt, ich muss mir da drinnen auch noch mal eigentlich alle anderen Teile besorgen. Verstehe, verstehe, verstehe. Okay, so. Da ist der Hammer. Habe ich erstmal in meinem Inventar, aber ich rüste den dann schon mal aus. Entschuldigung. Was ist mit dir los, Schlange? Lest gleich deine Nachricht, hab schon eben überflogen, aber ich muss erstmal noch irgendwie hier einen Weg finden, hier runter. Ich hab keine Lust, dass ich meinen Alpaka wieder zerstöre. Ja. Okay, gut. Und pass auf den Begleiter-Guide auf. In der Pyramide, hab gestern einen verloren. Die Deppen bleiben an den Fallen einfach stehen. Ja, das ist mir heute auch passiert. So ist mein letzter Begleiter gestorben. Der ist nämlich auf die Idee gekommen, sich auf einer Falle zu verbinden. Das ist super dumm. Das ist nicht dumm. Das ist super dumm. Dabei haben wir doch alle bei WoW gelernt, nicht im Feuer stehen bleiben. Aber, was soll ich machen? Fallschaden ist Endgegner. Zumindest für die Mounts, finde ich. Also, ich habe schon zwei Alpakas verloren durch Fallschaden. Wieder an einen Gegner vorbei. Zumindest hier an den menschlichen Gegnern. Ich meine, klar, der Elite-Gegner, der droppt immer noch so geilen Stuff. Da konnte ich einiges schon für meine Ausrüstung selber gebrauchen. Der hier. Aber ansonsten ist das Müll, was man hier kriegt.
So, meine Damen und Herren. Natürlich looten wir auch die Kisten, weil da sind Korrosionsbehälter drin. Die brauchen wir. Und auch so ist das eigentlich ganz guter Loot, den man hier kriegt. Das Energiemodul. Also das habe ich schon mal gefunden, aber nicht in der Farbe. Stimmt. Ich muss ihm... Ah, er hat mich gerade darauf hingewiesen, dass er einen Hammer braucht. Also soweit man weiß, dass man diese Dinger nur mit dem Hammer besiegen kann, so wirklich, sind die easy. Der etwas schwerere Zwischengegner. Erinnere mich. Sein Massenangriff, ja, super, schön. Lass mich doch mal heilen. Er wollte sich auch gerade heilen. Okay, sehr gut. Dann haben wir den schon mal. Und ich glaube, hier ging es zum Boss. Und das werde ich auch gleich mal tun. Oder? Ging es hier zum Boss? Ja, super gut Bogenschießen. Das ist, glaube ich, das Teil, was mir fehlt, oder? Warum kann ich das nicht mitnehmen?
ich nicht mitnehmen. Doch, warte. Da war's. Lol. Okay. Und ist noch eine größere Kiste. Hier mussten wir den Mechanismus aktivieren. Digga, du sollst nicht deinen Speer nehmen. Gib den mal her. Was ist das? Das hatten wir ja schon. Ach nee, das ist der Mechanismus. Komplett verplant schon wieder. Mechanismus. Nicht da drauf treten. Ich lerne es nicht. Ich lerne es nicht. Nein! Och Mann, du dämlicher Hund! Ich hasse ihn! Muss ich das schon wieder alleine machen? Ey, ist doch nicht wahr. Es ist doch nicht wahr. Er ist in dieser scheiß Falle stehen geblieben.
Aber ich habe ihn ja zum Glück, habe ich ihn ja abgespeichert. Aber trotzdem, ich mache jetzt trotzdem den Boss. Ich habe ja auch sie ja abgespeichert. Ja. Ich würde nur gern alles in meinen Alpaka laden, wenn ich es darf. So, ja, mal einmal alle drei Teile für ein Dings. Für ein Portal. So, hier müssen wir wieder einen Mechanismus aktivieren. Habe ich natürlich nichts für. Das heißt auch nur, dass es ein Raum ist, wo wahrscheinlich sowas für dieses Steinding da drin ist. Oder ein Portalteil, aber eigentlich habe ich alle Portalteile jetzt gefunden. Es lohnt sich ja richtig, Korrosionsbehälter zu verwenden dafür. Muss ich gleich beim Boss beachten. Eigentlich müsste ich dann jetzt hier rein. Theoretisch. Nein, heil dich, heil dich, heil dich.
komm schon. Oh, 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 das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist sehr schlecht. Ja, 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 lauf, 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 lauf. Besiegt den Burschen. Top. Gibt's nochmal Fettloot. Und ein Achievement. Und wir haben eine Bot-Nachricht. Was das? Premium scharfes Horn. Aha. Ausrüstungshaltbarkeit, Modifizierung Level 1. Nehmen wir alles mit. Kann ja nicht schaden. Also, war jetzt nicht schwer, war machbar. War sehr machbar. Ah, hier haben wir einmal nochmal das komplette Gerät. Okay. Kriegen wir hier die erste Maske? Ausrüstungshaltbarkeit, Modifizierung Level 3. Das ist krass. Brauche ich ja jetzt nicht. Habe ich ja schon. Kann ich hier lassen. Und wo geht's hier lang? Ach, hier geht's wieder raus. Verstehe. Zu uralten Ruinenresten und besiege Plünderer Anführer um zum Erhalt neuer Maske. Da sollen wir hin. Okay. Marie Johanna wird geopfert. Das ist nicht gut. Die wurde schon wieder entführt. Mann! Sie wird geopfert. Wir müssen sie befreien. Gehen wir ja gleich im Anschluss hin. Aber... Ja. Wir haben noch eine Stunde Zeit. Das ist kein Problem. Sie wird geopfert. Ist nicht so gut. Wurde sie wieder mitgenommen
Obwohl ich ihr eigentlich gute Ausrüstung gegeben habe. Das verstehe ich schon wieder nicht. Triple, hi, wie geht's, wie steht's, na? Warte mal, kriegen wir jetzt wieder diese Portalteile? Sind die jetzt wieder respawned? Weil ein Portalteil brauche ich noch. Muss Mechanismus aktivieren, ja, mach ich. Das, wo dieses Stück da fehlt. Das brauche ich noch. Dann habe ich zwei und dann kann ich die verbinden. Da. Schade. Kisten sind zwar gerespawnt, aber noch nicht die Portalteile. Na, komm ich später nochmal. Huch. Ach Mann, ich bin doch dumm. Dann komm ich später nochmal. Gleich mal den Idioten, der in der Falle stehen geblieben ist, wiederbeleben. Kann ich mir gleich mal angucken, wie das so läuft. Vor allem, was man auch dafür bezahlen muss. Das wäre interessant. Was muss man dafür blechen? Mann. Alle Langeweile oder was? Eigentlich könnte ich gleich hoch und sie befreien, wo ich irgendwas anderes mache.
sehe schon meinen Alpaka wieder tot. Aber es ist, es wird. Sehr gut. Ohne Fire Damage. Wer nichts wird, wird. Ja, aber eigentlich könnte ich den Pawn, den ich wiederbelebe, eigentlich mitnehmen. Zur Rettung. Obwohl, dann kann ich sie nicht mehr. Keine Ahnung. Nehme ich ihn mit? Nee, ich nehme ihn nicht mit. Ich mach das alleine. Ich muss, glaube ich, hier auf einer Seite rein. Oder kann ich auch hier rein? Ich kann auch da rein, ne? Sieht jedenfalls so aus wie ein Weg. Erwischt. Und Stammhäuptling, du kannst doch nix. Komm her. Das nehme ich mit. Das nehme ich auch mit. Was ist das für ein Clown-Stampfhabe? Wo ist jetzt meine... Wo ist die jetzt? Da oben. Also müssen wir noch weiter nach hinten. Mal verbinden. So. Launstamm-Idioten haben wir auch besiegt.
komm schon. Kürbissalat. Mhm. Nehmen wir uns mal rein. Maximale Ausdauer steigt um 50%. Ne, Ausdauererhöhung. Erholung? Okay. Ach, hier ist ja. Hier ist ja unsere. Unsere Kleine. Liegt's auf dem Tisch. Und soll hier geopfert werden. Ja, du hast doch eigentlich. Du hast doch eigentlich super. Super Zeug da an. Natürlich auch das Schwert ausrüsten und damit kämpfen, aber. Ach Mensch, Mädchen. Ich warte auf sie und sie steht einfach hinter mir. Hopp. Okay, also habe ich das auch schon mal gemacht. Also kein Problem, jemanden zu befreien. Die Bosse, die hier drin sind, sind alle lächerlich. Das ist schon mal gut. Gut zu wissen.
Farbe für Ausrüstung des Klauenstamms. Ah, die Dinger hier, also die werden wahrscheinlich noch wichtig. Warte mal. Ich weiß, glaube ich, wofür die sind. Warte mal. Y? Ja, hier für das hier unten. Ne? Glaube ich, an den Tisch, um das zu machen. Maximal Zähigkeit, Ausdauer, Giftwiderstand. Okay, okay. Muskelverstärkung. Achso. Zwei rote Kristalle derselben Art kann ich nicht verwenden, verstehe. Ein Portal herzustellen. Steine, ne? Grüner Kristall, blauer Kristall. Okay, verstehe. Gandalf Merlin ist gestorben. Braucht grüner Kristall und Maskenenergie 400. Okay, verstehe. Dann machen wir das doch mal. Eigentlich kann ich hier die ganzen Dinger reintun. In meine Kristalle. In meine Werkbank. Die ganzen Kristalle hier. So, jetzt könnte ich den wiederholen. Umgestaltung. Heißt Umgestaltung. Wird umgestaltet. 14 Minuten. So lange braucht er, um wiederbelebt zu werden? Ich hoffe, dass Umgestaltung auch das Wiederbeleben ist. Energiesammelkristall. Eine Energiespeichereinheit mit großer Kapazität, die mit unbekannter Technologie hergestellt wurde. Brennstoff?
Stein mit unzureichender Energie. Nein, das wollte ich gar nicht herstellen. Heu, total. Boah, das dauert aber lange. Okay, dann warten wir mal. Bin gespannt, wie das Portal aussieht. Stell dir den her, wiegt sehr wenig und du kannst auf die Maske laden. Verstehe. Okay, das ist im Prinzip ein verbessertes Ding, als wenn ich hier drauf klicken würde und sagen würde, hier, lade bitte meine Maske auf. Verstehe. Alles noch herstellen kann, ne? Blutroter Kristall. Eisenblutwächter. Ich kratz erst am Anfang von dem Game, glaube ich. Das ist wirklich krass. Das kann ich mal aktualisieren. Wie gesagt, das kann ich, glaube ich, alles ins Lager tun. Das ist ja am besten aufgehoben. Kannst du die Wartezeit für dein Mate in den Einstellungen verkürzen? Ah, okay. Ja, bestimmt. Muss ich beim nächsten Start vom Game mal drauf achten. Aber wir werden das hier mal kurz ausnutzen. Ich mache mal eine ganz kleine kurze Pause. Bin gleich wieder da. Ja, bis dann.
auch wieder zu hören sein. Und das Portal ist noch nicht fertig. Schön. Aber wir brauchen ja noch einen Teil, um ein zweites Portal herzustellen. Und dann ist es ja bei Konstruktionen, die außerhalb meines Einflussbereiches sind, außerhalb von meinem Feuer, die zerfallen ja. Ist es bei dem Portal auch so? Ach nö. Leg mich verbunden. Muss man das coole Erz loswerden, das ist so schwer. Muss auf meinem Boden gebaut werden. Aha! Das also auch noch. Nein! Oh, jetzt verbinde ich mich schon wieder. Ich habe die Tasten verwechselt. Aber da brauche ich dann zwingend wieder ein Feuer, was brennt und so, ne? Na gut. Aber wir haben schon mal eins. Theoretisch kann ich hier direkt das nächste Portal hinsetzen. Noch 5 Minuten. Läuft das eigentlich weiter, wenn ich nicht an der Werkbank bin? Ja. Oder? Mia. Ja, dann hole ich, glaube ich, noch mal einmal Portalteile. Wo ich jetzt nicht weiß, was ich machen soll, hole ich da Portalteile und dann könnte ich theoretisch da ein Portal hinstellen. Direkt an die Stelle. Damit ich da auch immer Metall farmen kann und so, weil die Gegner, die bringen ja auch, die geben mir auch Metall. Muss ich halt nur mal ein Leuchtfeuer hinstellen, das überdachen und dann ein Portal hinstellen. Und dann hoffen, dass das niemand kaputt macht. Aber eigentlich machen die das ja nicht kaputt, ne?
Wie bauen kannst du die Portale schon? Benutzen ist eine andere Geschichte. Wie, was heißt benutzen? Was meinst du damit? Kann ich die dann nicht benutzen? Doch. Oder brauche ich für jede Benutzung Items? Nee, das läuft doch einmal, oder? Strali, wie geht's, wie steht's? Na? Obersten unter Y. Das hier. Mal die 3 an, okay. Ich kann erst porten, wenn ich den dritten Boss gelegt habe. Ihr verarscht mich. Alter. Warum? Warum Spiel? Warum Spiel? Dann brauche ich mir das auch nicht durchzulesen. Hässliches Krokodil, geh weg. Ich hab ja nicht mal den zweiten Boss gelegt. Den Nebelfrosch. Was muss ich als nächstes machen? Gehe zu uralten Ruinenresten, besiege Plündereranführer zum Erhalt neuer Maske. Wo soll das sein? Oh, alte Ruinenreste hier unten. Da muss ich hin. Und da muss ich den Plündereranführer besiegen, um eine neue Maske zu bekommen. Okay. Das ist meine nächste Quest. Warte mal. Nee, ich farm jetzt noch ein bisschen Metall. Eisen. Und dann kann ich mir Eisenwaffen herstellen und so, bla bla bla. Und dann Eisenausrüstung, und das ist ja jetzt das nächste Ding, ne? So, damit ich von der Bronze wegkomme. Viel Spaß. Das ist aber relativ einfach, wenn man sich dann... Achso, das ist der zweite Boss, den man das tut. Seit wann kommst du denn hier mit hoch? Du hässlicher... Jetzt blocken kannst du auch nicht. Nee, den dritten Bus, ach so. Lachter Fehlfunktion, aha. Okay. Ja, easy loot. Würde ich sagen.
dritte Boss wird schwierig, okay. Naja, wenn man nach dem dann porten kann, glaube ich schon, dass der anspruchsvoll wird. Seit wann haben die denn Fehlfunktionen? Das habe ich ja noch nie gelesen. Aber mir soll jetzt recht sein, ne? Ich habe jetzt 4 Funktionen, weil ich den Boss einmal besiegt habe. So dumm. Naja, ich tu schon mal den Bums hier weiter rein. Hati, hi, wie geht's, wie steht's, ne? Größere Boss. Wenigstens okay ein Loot dafür, dass er so schwer zu besiegen ist. Also so schwer im Anführungszeichen. Was gab's hier? Achso, das. Da komme ich nicht rein. Leider keine Wurfwaffe. Hallo. Das geht ja auch. Das habe ich schon. Toll, ich kann auch so einen Kanister hochwerfen. Na dann. Dann kann ich auch noch mal zurücklaufen. Ich muss sagen, mit dieser neuen Ausdauermodifikation auf meiner Maske läuft, ne? Gesucht.
ist noch ein Gegner. Ich hab dich schon gesehen. Bye. Der hat wieder eine Fehlfunktion. Super. Easy Loot. Das ist der Bossraum, glaube ich. Jo. Den brauche ich nicht nochmal. Er konnte nichts. Wie viel Metall haben wir schon? 14. Und 8 Metallteile, okay. Doch immer der gleiche Loot drin, den man eigentlich nicht braucht. Funktion. Nice. Brauche ich nicht. Diese, das Zeug hier, Waffenwerkzeughaltbarkeitsmodifikation, das habe ich zu oft, einfach zu oft. Habe ich in der Base noch, weiß ich nicht, 50 Mal. Okay, damit haben wir, glaube ich, ganz gut gelootet. Können wir wieder raus. Schade. Ich hätte mir hier gern ein Portal hingesetzt, aber wenn wir das erst können, wenn wir den dritten Boss besiegt haben, dann müssen wir das tun. Aber erstmal müssen wir diesen Plünderer-Anführer besiegen. Und ich finde aber eigentlich, dass diese Plünderer hier schon ziemlich heavy sind. Also das wird nicht leicht. Das wird nicht so easy. Darum erstmal ein bisschen Eisenausrüstung, weil die haben ja alle, die fahren mit Bronze auf, ne? Also müssen wir was da drüber haben. Etwas, was besser ist. Als Bronze. Jetzt wird es langsam warm. Wie viel Grad soll es denn heute werden? Obwohl, jetzt hat er gerade 17 Grad draußen. Hä? 17? Seit wann? Doch, tatsächlich 17 Grad draußen. Ja, okay. Müssen wir mal lüften hier die Wohnung. Ja, ja, Hundis. Ist der Wasserfall.
Piranhas. Wo reite ich hier eigentlich hin? Ich habe mindestens 3 Ausfahrten verpasst. Ja, es wäre halt einfach, mit Portalen wäre alles einfacher, aber nein, es darf nicht sein. Könnte 2 Portale bauen, aber nein, das darf nicht sein. Ist aber auch dumm. Also wirklich, man kriegt jetzt so früh im Game, kriegt man die Portale, also die Portalteile, kann so ein Teil bauen. Braucht auch keine Mats, die man später bekommt erst. Nö, man kann das Ding hinstellen. Aber teleportieren kann man sich erst nach dem dritten Gegner, nach dem dritten Boss. Das, also, okay. Ich habe eine Schwachstelle gefunden. Das erste Mal, wo ich sagen muss, das ist ein bisschen unlogisch in dem Game. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, die Entscheidung. Das ist ein krasser Bait, finde ich. Jaguar, hast du keine Freunde oder was? Jetzt ist er weg. Okay. Eben habe ich noch gehört hinter mir. Tap, 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 tap. Vorsichtig, vorsichtig. Fire Damage ist der Endgegner in dem Game. Will nicht aus Versehen wieder mein Alpaka löschen. Aber das Portal da oben sieht schon stylisch aus, ne? Also es gibt ja hier auch große Portale, deswegen habe ich ja auch hier extra gebaut, aber ich habe noch kein anderes gefunden. Weil hier könnte man theoretisch auch sich teleportieren. Aber ich habe keine anderen aktiven Portale gefunden. Das sind dann so richtige Schnellreise-Points. Müsste ich halt, wahrscheinlich gibt es hier oben irgendwo eins in den Ebenen, aber noch keins gefunden. Fand ich jetzt auch ein bisschen schade, weil diese kleinen Portale kann ich ja jetzt bauen. Und dann dachte ich mir, aber wozu habe ich dann an einem großen Portal gebaut? Aber anscheinend macht das schon noch Sinn, was ich hier gebaut habe. Ach nee, ich muss ja jetzt noch meinen Typen da freilassen, ne?
den ich wiederbelebt habe. Oder ist der schon wieder da? Gandalf Merlin, hier ist er. Top. Der gute alte Gandalf Merlin. Hätte gerne gesehen, wie der da rauskommt, aber nein. Leider nein, leider gar nicht. So, stellen wir mal 56 Eisenbarren her. Dauert 7 Minuten. Was machen wir in der Zeit? Oh, weiß ich nicht. mit Ofenfeuerung. Ah, sind wir gerade auf 28. Okay. Ich glaube, Chantal sollte das lieber machen. Weil die kann das besser als ich. Wo ist die gerade? Wo ist Chantal? Da. Was macht die da? Jetzt wieder? Die kommt jetzt wieder. Die war da unten irgendwie. Ich weiß nicht warum. Was hätte ich denn gern? Ein Großschwert. Das braucht bestimmt 20 Barren, ne? Eisengroßschwert. 15. Premium Leder. Premium Hartholzgriff. Was ist denn ein Premium Hartholzgriff? Wie kriege ich den denn? Premium Holz, Baumzweig und Konservierungsmittel. Baumzweig, Premium Holz. Nee. Wo ist denn Konservierungsmittel? Wie stellen wir denn Konservierungsmittel her? Konservierungsmittel. Haben wir auf jeden Fall schon freigeschaltet. Konservierungsmittel. Wo stellen wir das denn her? Chemie können 15. Klasse Medizin. Aber wo? Brauen? Brautechnik? Tank. Öl? Nö. Kochkunst. Konservierungsmittel. Hier auf jeden Fall nicht. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich weiß, wo man das herstellen kann. Ich habe es schon mal irgendwo gesehen, aber ich
Irgendwie finde ich es gerade nicht. Konservierungsmittel. Oben? Nee. Auch nicht. Chemie? Kann ich das danach suchen? Nee. Oh, Eisenbodenleuchtfeuer kann ich auch machen. Könnte ich theoretisch dann noch mehr Leute engagieren? Ich weiß es nicht. Haben wir denn sowas wie einen Alchemietisch, Dekotisch? Eine Toilette. Mhm. Medizintisch. 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 Nee, hier ist es auch nicht dabei. Bin ich dumm? Konservierungsmittel. Ach hier, fortgeschrittene Tischlereitechnik. Ach, Tischlerei. Einer Tisch, Teil 1. Einer Tisch. Teil 1. Leder, Bronzebarren, Holzgriff. Easy. Holzgriff, Leder, Bronzebarren sind da drüben. Muss man doch erstmal wissen. Aber ich weiß jetzt, wie ich im Tech-Tree auf die Technologie komme, das ist gut. Ja. So. Konservierung. Ich kann es immer noch nicht machen. Mache ich ganz normal Handherstellung? Okay. Mache ich ganz normal mit der Hand. Hat er jetzt gesagt? Oder mach ich mit Gift, Speiseöl, Mineralöl? Harz. Okay. Harz. Dann. Alter, warum bin ich so überladen? Erstmal haben wir hier 22 Konservierungsmittel. Ich bin aber auch, also. Dann brauche ich ein Öl. Habe ich irgendwo Öl?
Frohlack oder ein Gift. Habe ich irgendwo ein Gift hier? Wie mache ich denn Gift? Warte mal. Gift. Erstmal kann ich die Premium-Holzgriffe machen. 22 Stück. Wie mache ich denn Gift? Wahrscheinlich aus giftigen Käfern. Noch kein Gift gemacht. Beim Schleifer. Ah, Giftkäfer und... Achso, aus Giftkäfer. Oder Glühwürmchen. Habe ich bestimmt beim nächsten Mal wieder vergessen, was ich für Konservierungsmittel brauche. Naja, erstmal haben wir ein paar von diesen Griffen. Können damit erstmal arbeiten. Irgendwas haut extrem rein. Ich glaube, das Harz. Okay, so. Jetzt waren wir beim Eisenschwert. Eisengroßschwert. Premiumleder haben wir da. Bin ich mir ziemlich sicher. Premiumleder. Habe ich das Eisengroßschwert noch nicht freigeschaltet? Eisenwaffen? Nee, haben wir noch nicht. Eisengroßschwert. Okay, zack. Stell mal eins her. Ich hoffe gleich in einer besseren Qualität. Waffen.
Waffenherstellung haben wir 37. Hoffe in der besseren Qualität. Komm schon. Nein, natürlich nicht. Aber es hat schon mal eine Spitze. Und es sieht trotzdem sehr primitiv aus. Warte mal. Wir vergleichen das mal jetzt mit dem anderen. Das hier macht Waffenschaden 100. Das macht Waffenschaden 86. Das hat eine Haltbarkeit von 2700. Das hat eine Haltbarkeit von 3300. Okay, ja. Verstehe schon. Das macht schon mehr Damage. Es macht schon mehr Damage. Aber ich würde sagen, das war's für heute erstmal mit meinem kleinen Stream von Soul Mask.